Jo Leute, was geht? Handelskort TV ist am Start und ich wurde heute getaggt zum, ich habe den Tag-Namen vergessen, aber ich wurde von Vitas Film Collection getaggt und danke dir dafür und ich beantworte jetzt die Fragen. Nenne drei Filme, die eine Fortsetzung brauchen, wo aber keine in Aussicht ist. Ich möchte Kill Bill 3, Der blutige Pfad Gottes 3 und The Descent 3. Das wäre einfach zu geil. Nenne drei Filme, die du früher super fandest, aber heute scheiße. Gothica, John Dice in the End und den hier. Bitte kauf die Filme, leichte Gebrauchsspuren. Welche drei Filme habe ich als Kind rauf und runter geschaut? Am drittmeisten habe ich Stand By Me geguckt, richtig oft, auch immer wenn er im Fernsehen lief, obwohl ich noch VHS hatte. Genau wie die Filme Oliver und Co. Kennt kaum einer, finde ich echt schade. Und Toy Story 1, den habe ich bestimmt 1000 Mal geguckt und das ist noch nicht mal ironisch gemeint. Nennt eure drei Lieblingssynchronsprecher. Auf Platz 3 Hartmut Neugebauer. Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt. Auf Platz 2 haben wir Hubertus von Lerchenfeld. Richtig geil. Wunder! Egal, ob der unsichtbar oder sonst was ist, von mir kriegt er einen Freiflug in die nächste Nebelbank. Seine Hochzeit kann er sich abschminken, so sieht's aus. Und Platz 1 Sebastian Schulz, meine Lieblingssynchronstimme überhaupt. Jetzt kann ich es dir ja wohl sagen. Mein Name ist Trunks und in meinen Adern fließt Saiyajin-Blut. Einer von denen da drüben ist mein Vater. Sein Name ist Vegeta. Die Zukunft ist ein Trauerspiel. Du wirst hoffentlich was ausrichten können und es schaffen, die Cyborgs aufzuhalten. Dann wird die Zukunft für mich und meine Mutter besser. Genau deswegen hat sie ja auch die Zeitmaschine gebaut. Bei welchen drei Filmen oder Serien bleibt ihr lieber bei der Comic- oder Manga-Vorlage? Da muss ich sagen, dass ich den Manga besser finde, aber den Anime jetzt nicht unbedingt scheiße. Und zwar ist es einmal Attack on Titan, Soul Eater, da fand ich den Manga geiler und tatsächlich Dr. Slump. Da finde ich die Serie gar nicht so cool, aber ich lese mir gerne die Manga-Kapitel durch. Ich habe so ein paar und ja, da fand ich irgendwie den Manga besser. Nennt eure Top 3 Direct-to-DVD-Filme. Direct-to-DVD oder Blu-ray oder VHS sind diese drei Filme. Yeah. Was sind eure Top 3 Soundtracks der letzten Jahre? Die Soundtracks, die ich am meisten gehört habe, die letzten Jahre sind von Kill Bill 1 der Soundtrack, dann von Your Name, liebe ich komplett und mein Platz 1 ist Oldboy, vom Original natürlich. Ja, die drei Soundtracks habe ich so am meisten gehört, wobei ich sagen muss, dass ich kaum Soundtracks höre. Nenne drei Filme, wo der erste Teil der beste ist. Thor 1, ich will nicht sagen, dass die anderen Filme schlecht sind, aber ich fand den ersten einfach am besten, mit Abstand. Genauso wie bei Hostel und bei Wreck. Bei Wreck, ja gut, 1 und 2 sind für mich gleich gut, aber danach war es nicht mehr so toll. Nenne drei Filme, die du verachtest. Also es gibt nur einen Film, den ich wirklich verachte. Viele Filme mag ich einfach nicht, aber ich verachte sie nicht. Und zwar Reburn. Das ist der schlimmste Film, der jemals gedreht wurde. Welche drei Kultklassiker habt ihr erst sehr spät gesehen? Das sind tatsächlich so ein paar mehr. Also ich habe mich erst 2012 angefangen, so richtig für Filme zu interessieren. Und ja, ich nenne einfach mal drei. Green Mile, Die Verurteilten und The Crow. Das sind alles drei Filme, die ich richtig, richtig gut finde. Und die habe ich erst sehr spät gesehen. In dem Raum 2015, 16, da war ich, weiß nicht, 25? Bin mir nicht sicher gerade. Und ja, das sind auf jeden Fall drei Klassiker, die man gesehen haben muss und die ich sehr spät gesehen habe. Nenne deine Top 3 Filme, die nach wahrer Begebenheit basieren. Wolf of Wall Street, Zodiac und den allerbesten für mich, Dallas Buyers Club. Ja, den habe ich schon so oft geguckt. Einfach ein grandioser Film. Nenne deine Top 3 aktuellen Filme. Ich würde nicht sagen, das sind meine Top 3 Filme, aber die drei Filme, die ich jetzt in letzter Zeit am meisten geschaut habe, in der letzten Zeit, sind einmal Meisterdetektiv Pikachu, Dragon Ball Z, Kampf der Götter, kann ich mir immer wieder geben und Your Name, auch mindestens zweimal im Jahr. Die Filme liebe ich einfach und die gucke ich in letzter Zeit am meisten und deswegen sind das meine Top 3 aktuellen Filme. Nenne deine Top 3 Merchandise-Produkte. Also einmal mag ich Figuren ganz gerne. Hier stehen zwei, eine Funko und eine normale Figur. Die habe ich übrigens da hinten stehen, also ich habe ein paar mehr. Und ja, dann finde ich halt sowas klasse wie, ich habe zum Beispiel die 7 Dragon Balls. Einfach so als Kristallkugeln, finde ich ganz cool. Und ja, ich bin auch ein großer Fan von Nahrungsergänzungsmittel.
Da habe ich hier von Dragon Ball Z Eiweißpulver, BCAA und einen Booster. Und ja, die finde ich, sowas finde ich immer ganz geil. Was sind deine Top 3 Extras auf einer DVD oder Blu-ray? Ich muss ehrlich gestehen, das letzte Mal, wo ich ein Extra geguckt habe, ist bestimmt 5 Jahre her. Ich gucke die Extras nie, scheiß auf die Extras. Nennt eure Top 3 Fantasy-Filme. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt einfach mal Fantasy-Filme gegoogelt und ja, ich habe keine Top 3 Fantasy-Filme. Ich habe immer gern die Harry Potter-Filme geguckt. Ich habe Herr der Ringe damals auch sehr gerne gesehen und ich müsste alle Filme nochmal schauen und damit ich meine Top 3 machen kann, die kann ich jetzt spontan nicht sagen, weil ich bin nicht so der Fantasy-Fan eigentlich. Und das war's auch mit diesem Tag. Ich tagge natürlich auch ein paar Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube 3. Ich kann nicht bis 3 zählen. Ich tagge dich und dich. Ich glaube, ich tagge jetzt 5 Leute. Macht mit, wäre richtig cool. Und ja, Leute, ich wünsche euch sonst noch eine schöne Woche. Haut rein, ihr seid die Geilsten.